Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe einen wundervollen Gast mitgebracht, Caroline Regnert-Meyer. Und uns beide verbindet in erster Linie ja die MS und auch, dass wir beide Mütter sind mit MS. Und zu diesem Thema, dieses Video soll für Eltern sein, ja, die sich fragen, wie sage ich oder erkläre ich die Krankheit meinem Kind? Und da hat Caro ein wundervolles Werk geschaffen. Aber bevor wir da einsteigen, Caroline, was gibt es zu deiner Person noch zu sagen? Ja, hallo Ilke. Mein Name ist Caroline Regnert-Meyer, genannt Caro in den sozialen Netzwerken. Ich bin 58 Jahre und Mutter von zwei erwachsenen Kindern von 23 und 27 Jahren. Ich lebe in der schönen Pfalz und die Diagnose Multiple Sklerose habe ich 2004 bekommen, die ersten Symptome nach der Geburt meiner Tochter 1995. Mittlerweile im sekundär chronisch progredierenden Verlauf. Und ja, ich schreibe seit Jahren Bücher und bin viel unterwegs in die sozialen Netzwerke, aber auch im realen Leben, was sehr wichtig ist. Also zu betonen ist, glaube ich, noch dein Blog Frauenpower trotz Ja. MS. Ja, denn seit 2018 habe ich einen Blog, Frauenpower trotz MS.de. Da schreibe ich regelmäßig Artikel, da geht es rund um die MS. Umgang, neue Gesetze, Rezepte, Reisen mit Handicap und so weiter. Alles unten verlinkt. Genau, und ja, erzähl mal von, du hast ein beziehungsweise zwei Bücher ganz speziell für Eltern mit Multiple Sklerose geschrieben. Wie kam es dazu und was ist das, was sind das für Bücher? Das erste Buch ist Mama ist anders gesund, Kindern Multiple Sklerose erklären. Das kam dazu, dass als meine Kinder klein waren, also die ja, nur ist er bekommen habe, 2004, da war der Joel 5 und die Sarah 8. Und es war schwierig überhaupt, also es gab einfach keine Literatur, um den Kindern kindgerecht die MS zu erklären. Ich habe es zwar selbst versucht, aber ich hätte mir gewünscht, dass es einfach ein Bilderbuch gibt oder auch für ältere Kinder, was mit Illustrationen und einfach mit einfachen Worten das erklärt wird. Gut, ich habe dann selbst gemalt und gezeichnet und habe alles gezeigt, aber 2021 habe ich dann endlich mein Herzensprojekt umgesetzt. Ich habe lange gezögert, aber jetzt bin ich glücklich, dass ich es gemacht habe. 2000, ja, dann habe ich, weil ich ja Illustration was Buntes wollte, habe ich eine australische Illustratorin gefunden und habe das ganze Buch durchillustrieren lassen, habe ein Drache erfunden, der Fridolin, der sitzt plötzlich beim achtjährigen Florian auf der Bettdecke und nur der Florian kann ihn sehen. Und dieser Drache erklärt ihm die MS und beantwortet alle Fragen, die der kleine Florian hat und wo er sich teils auch mit traut, die Mama zu fragen. Und da dann irgendwann die Männer sind auf die Barrikade gegangen, also die Väter mit MS, die haben gesagt, immer die Mamas, immer die Frauen. Und dann habe ich das ganze Buch umgeschrieben, hab Papa ist anders gesund, habe die Illustration umschreiben lassen. Ja, und dann sind dadurch, also so sind die zwei Kinderbücher entstanden. Ich finde es wundervoll. Wunder, wunder, wundervoll. Gerade auch, weil ich selbst auch von meinen Kindern kenne, wie schwer es ist, diese Krankheit mit den tausend Gesichtern in ihren Symptomen, in ihrer Ausprägung nahezubringen. Und auch die eigene, naja, sagen wir mal so, ich bin da jetzt kein klassisches Beispiel, weil bei Ja. mir man die Krankheit nicht sieht. Also wird es noch abstrakter für die Kinder. Ja. Als wir uns neulich getroffen haben in Frankfurt, da haben die Kinder das erste Mal gesehen, wie sich diese Krankheit auch bei anderen Leuten ausprägen kann. Aber gerade halt auch
Wenn irgendwas ist, wie erklärst du den Kindern das, wenn Mama mal nicht kann, wenn Papa mal nicht kann? Und ich finde es wunderbar, dass du das auch ja, für die Väter umgeschrieben hast, weil gerade für Kinder in dem Alter ist wirklich der Unterschied, Mama oder Papa ist betroffen, ja auch noch ein ganz, ganz, ja, Das ist ganz ein signifikant. großer Unterschied, ja. Weil oft gilt dem Papa, es ist oft noch so, der Ernährer, derjenige, wo die Familie so finanziell irgendwie zusammenhält, der vielleicht mit den Jungs Fußball spielt oder sonst irgendwas macht. Die Mamas machen manchmal, es ist noch klischeehaft, dass die Mama dann vielleicht mit kochen oder einkaufen gehen oder sowas. Es gibt einen gewissen Unterschied, nicht in allen Familien. Aber da habe ich gedacht, ja, dann schreibst du das um auf die Papas mit MS. Die haben doch ein bisschen andere Interesse oder erklären es ein bisschen anders. Wie sind denn die Rückmeldungen und die Erfahrungen, die du so hörst? Was hat den Menschen besonders geholfen? Also die meisten haben sich verliebt in den kleinen Drache Fridolin, weil der nimmt halt in Position ein, der ist neutral. Der kann dem Fridolin alles in klaren Worten, einfachen Worten erzählen. Und die Mama, die spricht zwar auch mit ihrem Kind, mit Florian, aber auf eine andere Ebene, einfach emotionaler. Und der Fridolin ist so eine Vermittlungsrolle. Und durch das, dass der Florian ihn nur sehen kann, das ist für ihn so, ja, so eine Zufluchtsstätte. Den kleinen Fridolin kann er in den Arm nehmen, er kann mit ihm sprechen, alles, was ihm auf der Seele brennt, was er vielleicht nicht sich traut, die Eltern zu fragen. Voll, voll tolle Idee, auch nochmal von so vielen Seiten zu Ich muss beleuchten. sagen, Florian, mein Sohn heißt Joel Florian, also der Freund vom Joel, sage ich jetzt schon, Florian kommt auch vor, das ist sein bester Freund auch im realen Leben, der Jan. Und Fridolin, ja, das hat mir einfach spontan gefallen. Also ich habe überlegt, wie soll der Drache heißen, und dann kam er sofort Fridolin, ja. Wunder, wunder, wundervoll. Ich sehe jetzt auch gerade noch diesen ganz, ganz großen Wert, wenn jetzt zum Beispiel ganz überraschend, meistens kommt die Diagnose ja völlig Ja. überraschend, in eine Familie, ich sage jetzt mal, einfällt, ne? Also letztendlich ändert es ja ganz, ganz viel, je nachdem, wie sich das ausprägt. Und die Eltern oder wenn man jetzt selbst die Diagnose bekommen hat, ich meine, das kennen wir, das kennt Ja. jeder, der das durchgemacht hat, es kommt plötzlich alles in einem anderen Licht und es kommen selbst einem auch ganz, ganz viele Fragen. Das im Familienkontext zu sehen, einmal im Paar, also ich meine, unter Erwachsenen ist es immer noch einfacher zu besprechen, aber dann halt auch den Kindern das, die halt auch einen viel, viel weniger, also weniger großen Erfahrungsschatz haben wie Erwachsene, da die erstmal richtigen Worte zu finden. Das ist das, wo ich aktuell, meine Kinder sind jetzt 6 und 9, eine kindgerechte Erklärung. Da dreht sich bei mir die Zunge um, weil ich halt teilweise wirklich einfach nur diese Erwachsenenausdrücke kenne und es nicht einfach auszudrücken weiß. Und die Kinder damit nichts anfangen können, was bei Multiple Sklerose und Fachausdrücken und Symptomen und so ja einmal dazukommt. Und auch die eigene Unsicherheit, und das ist ja eine nonverbale Ebene, die die Kinder spüren. Und so wie ich jetzt dieses Konzept des Buches von dir verstanden habe, wird das wahrscheinlich eine riesengroße Hilfe sein, um allein schon diese Unsicherheit aus der Familie oder zumindest aus dem Kinderbereich, also die Kinder halt so ein bisschen mehr in die Sicherheit wiederzubringen, um Wissen aufzubauen. Da habe ich mir viele Gedanken gemacht, bevor ich angefangen habe. Und deswegen, der Professor Dr. Flachenegger aus Bad Wildbad schreibt das Vorwort. Für mich war aber wichtig das nächste Kapitel. Mein Sohn hat berichtet.
Also mein Sohn berichtet über seine Kindheit, Jugend und die heutige Zeit. Meine Kinder haben auch noch den Tod ihres Papas, meines Mannes, verkraften müssen. Und darüber schreibt er. Und ich glaube, das bildet eine gute Brücke zwischen kleineren Kindern und älteren Kindern. Jeder kann ein bisschen was mitnehmen vom Alter her, also je nachdem, wie alt sie sind und jetzt lesen oder vorgelesen bekommen. Und dann fängt die eigentliche Geschichte an. Und ich habe mir erlaubt, in dem Buch dann Joel seine ganzen Kapitel oder Abschnitte aus meiner Sicht zu erzählen. Und da hoffe ich, dass die Eltern, dass ich es so mit an die Hand nehmen konnte, weil mir es ja auch schwer gefallen ist. Ich hatte hochaktive MS bis zu 5 Schübe im Jahr, bin oft plötzlich ausgefallen, war im Krankenhaus. Die Kinder sind vom Direktor, sind dann in die Schule, sie ist in die Klasse gegangen, haben gesagt, Kinder, also da waren sie in der Grundschule, geht nach Hause zu eurer Großeltern, oder ich rufe sie an, weil die Mama liegt im Krankenhaus. Wir haben schon eine sehr schwierige Zeit gehabt. Und ich glaube, also meine Kinder im Nachhinein, jetzt im Erwachsenenalter, haben sie sich auch in den Fridolin verliebt und haben gesagt, oh, dieses Kinderbuch hätten wir gerne gehabt, als sie klein waren oder jünger waren. Ja, also aus meiner Perspektive, liebe Caro, ein großes, großes Dankeschön im Namen aller Eltern für dieses Buch. Wo kann man das kaufen? Du kannst es überall kaufen, in der Buchhandlung oder online in jedem Buchshop. Also es ist Oder alles. einfach, wenn du nicht suchen willst, einfach unten in die Videobeschreibung. Ja, das ist ja hier. Falls mal ein bisschen näher an dich ran. Genau, cool, Ja. dass du es nochmal zeigst. Das ist mein Fridolin. Also ich habe mich selbst verliebt und wollte mir einer im Netz kaufen. Ein Stofftier für mich. Ich habe leider so eine braune Drache nicht gefunden. Also wenn irgendjemand mal den findet, bitte an mich wenden. Ja, oder in die Kommentare schreiben. Ich Genau. Ja, Caro ja, weiter. Ja, ja. das wäre natürlich toll, wenn man da nochmal Ja. zum Anfassen auch hätte. Ja, leider im ganzen Netz keinen braunen Drachen gefunden. Machst du irgendwann selbst. Ja, ich nähe einer selbst. Also, liebe Eltern, Familien mit Multiple Sklerose, ganz, ganz große Empfehlung, egal ob Mama oder Papa betroffen ist. Dieses Werk gehört einfach dazu, um Kindern ohne Angst, mit viel Sicherheit und auch Wissen diese Krankheit zu erklären und ja, ich denke mal auch den Schrecken einfach zu nehmen. Ja, ich habe halt auch alle möglichen Symptome in dem Buch beschrieben, um die Angst der Kinder zu Oder hattest du nehmen. aber viel zu tun, weil die Symptome sich. Ja, für mich war das Sehen, also Sehstörungen wichtig, das Gehen, Depressionen, Utophänomen, so die gängigen Symptome. Und dann natürlich alles zu illustrieren, dass die gerade kleineren Kinder was sehen, den Drachen, wie der Florian Hausaufgaben macht, wie er mit seinem Freund im Schwimmbad sitzt und weint und von Jan getröstet wird, wie er mit der Mama auf der Couch sitzt, wie ihre Füße ins kalte Wasser streckt und die Großeltern kommen vor, eine Tante kommt vor und so weiter. Ja, das war mir sehr wichtig, dass es bunt wird, das Buch. Ja, kindergerecht. Kindgerecht, mit Spielecke sogar und Rätselecke. Wundervoll. Ich bin froh, dass ja, du dir hier Zeit genommen hast, uns von diesem Werk zu erzählen. Und auch, liebe Eltern, teilt gerne dieses Video über dieses Werk, verschenkt dieses Buch an Familien, die mit Multiple Sklerose frisch betroffen sind. Liebe Caro, was möchtest du unseren Zuschauern noch abschließend mitgeben? Mit MS, wir sind anders gesund. Es gibt Wege, damit umzugehen, sprich über Ernährung, Bewegung, hilfreiche Tipps. Ich liebe ja deinen Blog, also dein schubfreies Leben.
mit MS nicht nur sich mit Medikamenten zuzuknallen, sondern auch mal andere Wege zu gehen, auch Hilfsmittel anzunehmen und einfach sich sortieren, sich Zeit zu lassen nach der Diagnose, aber dann frohen Mutes durchzustatten. Und Hilke, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass du mich hier eingeladen hast. Hat mich wirklich gefreut. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Und das war ein wundervolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Caro. Danke, Ilge.